Raketenaufschlag hat es zu meiner Zeit geheißen. Raketenaufschlag von Django Asyl. 3:1 Patrick Django. Nicht so knapp im Aus. Mit einer Bucht, mit einer Garantie hier Django Asyl am Tennis-Court 1 am Flughafen München. Leicht Netz noch touchiert. Noch mal ein zweiter Aufschlag. Wieder im Aus der Return und somit 4:1 Führung für Patrick und Django auch hier auf der rechten Seite von der Tribüne aus gesehen. Aufschlagwechsel. Wir spielen einen Champions Tiebreak. Jetzt Martin Nagas von der ATP. Der Mann mit der weißen Kappe serviert auf Django. Doppelhändige Rückhand. Jetzt wird es aber richtig spannend. Guter Ballwechsel. Und Martin sagt aus. Martin sagt aus. Was sagt Patrick? Da war er wohl nicht raus. 2:4. Der war weg. Patrick, was sagt der? Der war weg. 2:4. Martin und Helmut sind wieder dran. Zweiter Aufschlag. Martin Dagas. ATP. Knapp im Haus. Ja, Freunde, das Spiel wird schneller. Patrick Hünen erhöht auf 5:2. 5:2 für Django Asyl und Patrick Hünen hier auf der rechten Seite. Und Aufschlagwechsel, Patrick Hünen im roten Oberteil serviert gegen Hermann Schüttler. Die durchgezogene Rückhand von Helmut Schmidt, leider dann mit dem Netz, zum schon 6:2 Führung, 6:2 Führung für Patrick und Django. Ja, da wollte man gleich zu viel, der Return sollte gleich ins Feld krachen, leider kracht er nur hinten rein. 7:2, 2:7 Führung für Patrick und Django. Jetzt wieder der Präsident des Bayerischen Tennisverbandes, Helmut Schmidtbauer, serviert auf Django Asyl. Doppelhändige Rückhand, liebe Freunde, die Sportfreunde bei Django Asyl, haben Sie das gesehen? Ganz feine Technik und wieder der Ball im Netz von Helmut Schmidtbauer. Und somit schon Satzball oder Matchball schon. Bis 10. 8:2 steht es. 8:2. Wir haben noch zweimal. Der Moderator kennt sich mal wieder. 8:2. Zweiter Aufschlag. Helmut Schmidtbauer. Ja.
die Richtung Olli geht jetzt aus und somit jetzt die 9:2 Führung. Und wir haben an dieser Stelle schon den ersten Matchball, den Django Asyl servieren wird. Django Asyl schlägt zum Matchball auf für Patrick König und Django Asyl. Sauber Aufschlag. Aber der Olli war im Aus, sagt der Helmut, der war im Aus. Erster Matchball abgewehrt. Du hast da, Django, du hast da. Du darfst trotzdem zweimal. 3:9, 9:3 für den Patrick und für den Django. Nächster Matchball serviert von Django Asyl. Ein schöner Aufschlag, aber schön positioniert. Martin Dagas von der ETP versucht es mit dem Lob, aber das Ding ist aus und somit der erste Sieg, Ladies and Gentlemen, liebe Sportfreunde. Wer hätte das gedacht? 10:3 für Patrick Kühnen und Django Asyl. Shake hands, Dankeschön. Jetzt haben wir gleich mal ganz kurz das Interview. Man sieht, wie er leichtmütig am Platz bewegt. Ich sehe es ja nicht, weil er immer hinter mir steht. Aber an sich ist er eigentlich so leichtmütig unterwegs. Der kann man eigentlich alles machen. Da bist du als Partner einfach immer safe und fühlt sich wohl. Alles gut gemacht. Also Django hat das Ding rumgerissen. Du musst es gar nicht zu viel machen. Django hat die Souveränität. Er dreht sich das einfach aus. Reißt ja auch viele Flugkämpfe, für den kein Thema. Ich lasse es einspielen. Django, Lob, Lob, Lob. So viel wie dieses Match. Ja, ich meine, wenn man ihn als Partner hat, ist man natürlich mental gleich in einer so positiven Verfassung, dass man gar nichts mehr falsch machen kann. Und von daher war das praktisch eine weise Entscheidung, dass wir sicher sogar auf seine Seite gestellt haben. Vom Gefühl. Warte ich noch? Also, der Schreiber hat ja gleich gesagt, nachdem wir den ersten Punkt verloren haben, ist er gleich zugekommen und gesagt, du weißt, es geht aber weiter. Ja, da hat er keiner mehr Druck gemacht. Und keiner mehr Druck gemacht hat. Und sowieso vom Spiel her, von der Anlage gut, Django. Ja, das den Wind, wenn man aufstellen kann, also die Klimaanlage ist noch nicht optimal eingestellt. Aber ansonsten wären das lustige Tage, wenn dann die Leute hier da Tennis spielen dürfen. Also beste Voraussetzungen um den Wind müssen wir uns noch kümmern. Wir freuen uns auf Zeit der Match. Danke, Herr. Bis dahin.